Europas Plan, die Wirtschaft vor China, Russland und anderen zu schützen, beruht auf vier Säulen. Die erste besteht darin, die Industrie wettbewerbsfähiger und widerstandsfähiger aufzustellen. Das bedeutet, dass digitale, grüne und Gesundheitstechnologien gefördert und die Versorgung mit wichtigen, seltenen Erden und Metallen auf eine breitere Basis gestellt werden. Die zweite Säule besteht darin, bestehende Handelsregeln besser zu nutzen. Europa möchte verhindern, dass die Märkte durch unlauteren Wettbewerb verzerrt werden und will Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit Technologien wie 5G verringern. Die dritte Säule dient dem Schutz kritischer Sektoren wie Quantencomputer, Robotik oder künstlicher Intelligenz. Das Know-how der EU soll nicht dazu verwendet werden, die militärischen oder geheimdienstlichen Kapazitäten ihrer Rivalen zu stärken. Die vierte Säule sind Freihandelsabkommen mit Ländern wie Australien, Mexiko und Chile. Ziel ist es, die Lieferketten und den Handel zu erweitern.